Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Knauf Daily heute am Börsenmittwoch. Und es sieht weiterhin freundlich aus. Der DAX hält sich bei 15.470 jetzt zur Mittagsstunde, ja, plus 0,6%. Obwohl ja gestern dann die Inflationsdaten für die US-amerikanische Wirtschaft rauskamen, ja, und die sind eigentlich nicht so gut ausgefallen, wie man sich das letztlich gehofft hatte. Denn wir haben nur einen Rückgang von 6,5% auf 6,4% jetzt Inflation, ja, und da kommen natürlich die alten Sorgen wieder auf, dass Jerome Powell vielleicht doch noch mindestens zweimal an der Zinsschraube drehen könnte, nämlich jetzt dementsprechend dann im Mai und im Juni vielleicht um 25 Basispunkte. Ja, das hieße dann, dass man in Amerika bei einem Zinssatz von etwa 5 bis 5,25% ankommen dürfte und dass in diesem Jahr die Zinsen dann nochmal gesenkt werden in den Vereinigten Staaten. So war ja bis dato die Hoffnung. Ja, das ist aktuell dann doch mehr oder minder vom Tisch nach den Zahlen von gestern. Aber wie gesagt, da verhält sich der deutsche Markt dann noch relativ robust, relativ stark. Und wir warten praktisch heute Nachmittag ja noch auf weitere Daten und Zahlen aus den Vereinigten Staaten. Da geht es nämlich nochmal um die US-Einzelhandelsumsätze heute Nachmittag und auch um die Eurozone. Denn Christine Lagarde ist heute in Straßburg und wird dort eine Rede halten. Und da will man natürlich auch eventuell mal raushören, wie es denn mit den Zinsen aussieht für die Eurozone. Wir liegen ja gerade mal bei 2,5% Zinsen und erklärtes Ziel der Notenbanken ist ja letztlich eine Inflation von gerade mal 2%. Also da wird man noch einiges dran tun müssen, um diesem Ziel tatsächlich näher zu kommen. Also heute Nachmittag dann nochmal Christine Lagarde. Ja, ansonsten hatten wir so ein bisschen was von den Unternehmen, von Unternehmensseite aus. Und zwar haben wir MTU gehabt mit einem richtig dicken Plus, muss man sagen. Und zwar hat man da ja gestern ein bisschen im Minus geschlossen. Heute geht es 3,7% mit nach oben, führt also dementsprechend die Gewinnerliste an. Ja, und wenn wir dann weiterschauen, meine, wir haben einen historischen Auftrag für Airbus erhalten, und zwar Air India bestellt bei Airbus und bei Boeing 470 Flugzeuge und will noch weitere 25 dazu leasen lassen. Ja, und den größten Teil des Kuchens konnte sich da tatsächlich Airbus sichern mit 250 Maschinen. Das ist natürlich jede Menge Holz. 2,2% geht die Aktie heute rauf auf 118,56. Naja, und ansonsten haben wir noch ein bisschen Übernahmefantasien bei Geconomy. Die springen nämlich heute teilweise 9,5% nach oben an 2,53 €. Die Aktie, ja, da hatte man gehört, dass man aus Kreisen gehört hat zwischen dem Elektronikhändler und dem Händler ein Fnac Danti. Ja, da könnte man einen sogenannten Zusammenschluss planen. Also das mögen die Aktionäre aktuell sehr. Ja, und dann haben wir noch Elmos Semiconductor. Ja, die haben heute gute Zahlen präsentiert, Halbleiter natürlich Rekord, ja, hat man gesagt, hier, ne, man zeigt sich ja weiter in diesem Jahr 2023 äußerst optimistisch und dementsprechend haben wir hier auch einen Aufschlag heute von 7,7%. Ja, vielfach sind es ja nicht nur die Zahlen, sondern vor allen Dingen die Ausblicke der Vorstandsvorsitzenden. Naja, und TUI, das wissen wir ja, die hängen ja nach wie vor schief unter 2 Euro, 1,95 Euro heute Nachmittag. Ja, da will man eine milliardenschwere Kapitalerhöhung dementsprechend mit den Aktionären durchboxen, um halt eben die Corona-Hilfen des Staates endlich mal loszuwerden, also hier Schulden letztlich zu tilgen. Ja, und die Anträge sind wohl mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden. Und da haben wir als Aufsichtsrat unter anderem Dieter Zetsche mit drin sitzen, ist ja kein Unbekannter. Ja, dann hören wir ein bisschen was von United Internet. Die wollen eigene Aktien zurückkaufen. Ja, 300 Millionen Euro nimmt man dazu in die Hand. Ralf Dommermuth, letztlich ja der Mutterkonzern von Jonas, die ja vor kurzem an die Börse gegangen sind. Und 13,9 Millionen Aktien will man hier zum Stückpreis von 21 Euro zurückkaufen. Aktuell die Aktie bei 20,60 Euro. Da legt man also sogar noch ein bisschen was drauf. Ja,
und dann haben wir noch Luxusprobleme, nämlich bei Kering. Ja, Kering leidet darunter, dass die Marke Gucci wohl nicht mehr richtig gut läuft. Vor allen Dingen, dass man hier halt eben in China nicht so viel hat abverkaufen, wie man sich das seinerzeit wohl gewünscht hat. Der Umsatz sackte im letzten Quartal auf vergleichbarer Basis um 14% ab. Ja, und neben China hat man hier auch noch gewisse Kontroversen, nämlich bei einer Werbekampagne aus der Modemarke Balenciaga. Ja, und da hat man wohl dementsprechend mit Kindern gearbeitet und das sorgt aktuell dann doch eher für Schwierigkeiten und Ärger. Ja, und damit haben wir den Markt schon so einigermaßen durch. Airbnb vielleicht noch zum Schluss, die kam nämlich auch mit einer Umsatzprognose fürs laufende Quartal um die Ecke. Ja, und der Zimmervermittler erwartete angesichts einer stabilen Nachfrage nach Reisen Erlöse jetzt zwischen 1,75 und 1,82 Milliarden Dollar. Ja, und da sagt ganz klar Airbnb, die meisten Pandemiebeschränkungen sind ja mittlerweile aufgehoben worden. Die meisten Länder lassen ja wieder reisen. Die Reisebeschränkungen sind gefallen und dementsprechend optimistisch zeigt sich hier Airbnb. Ja, der optimistische Zuspruch von heute, der scheint den Aktionären zu gefallen. Airbnb heute 12% im Plus bei 123,50 €. Aber wie gesagt, heute Nachmittag zuerst nochmal Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten und Christine Lagarde. Schauen wir mal, was sie tatsächlich hier zur weiteren geldpolitischen Strategie in der Eurozone zu erzählen hat. Wir sehen uns dementsprechend dann am Montag wieder.